Ground and pound, pound, pound. Ground and pound, ground, pound. Ground and pound. Hallo liebe Leute, wir sind's, die German MMA Supporters. Wir haben heute in unserer Runde den Wladimir Ginter von All Day MMA. Hallo Leute. Und den Serda Ülger, den viele von euch kennen als Serda Inc. Hi Leute. Und meine Wenigkeit, ihr kennt mich ja, Peter Schmidhusen. Ein ganz liebes Hallo von unserer Seite und wir haben heute ein Exclusive. Wir machen einen Rückblick und zwar auf GMC 4 Next Level. Das Ganze war ja am 6.7. in der Eissporthalle in Herne. Wir haben dort 18 Kämpfe gehabt. Einfach mal jetzt mal so ein bisschen, um das sporadisch abzuklopfen. Wir hatten 8 TKOs, 5 Submissions und 5 Punktesiege. Wir würden jetzt einfach mal so ein bisschen nach der Reihe einfach mal so die Impression hervorheben wollen. Und ich würde als erstes gerne dem Wladimir das Wort erteilen. Wladimir, erzähl mir mal so ein bisschen was. Wie war GMC 4 aus deiner Sicht? GMC 4 aus meiner Sicht war großartig. Es hat alles für mich gepasst. Organisatorisch war das super. Von der Show, wie das aufgezogen war, das super. Die Kämpfe waren der Hammer. Die Fightcard an sich, die wurde ja von vorne raus schon groß gerät und die hat das gehalten, was sie halten musste. Und deswegen war das für mich die bisher beste Veranstaltung in Deutschland. Und mein Lob an die Veranstalter, mein Lob an das Publikum, echt super benommen, da gab es keinen Stress, gar nichts. Von daher, ich habe GMC 4 echt genossen und möchte gerne mehr davon sehen. Das wollen wir auch. Serda, wie sieht's bei dir aus? Also ich habe eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Wladimir hat das meiste schon erwähnt. Ich möchte auch nochmal ein großes Lob aussprechen. Es war wirklich eine tolle Veranstaltung. Die Fans waren super, war eine geile Stimmung in der Halle und hat einfach Spaß gemacht. Ne? Absolut, absolut, ja. Es ist, wie gesagt, alles gesagt worden. Ne? Und ja, ich will einfach nur sagen, ich freue mich auf GMC 5 weiter so. Wir werden definitiv mit am Ball bleiben und nichtsdestotrotz natürlich auch andere Veranstalter hier in Deutschland pushen. Man muss halt immer so ein bisschen sehen, das war zu diesem Zeitpunkt halt GMC 4 Time und dementsprechend steht natürlich auch der Fokus darauf. Gut, ich hatte ja schon bereits im Vorfeld angesprochen, dass wir 18 Kämpfe hatten. Ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen mit der Undercard an. Und ich gebe dann einfach mal wieder weiter an den Wladimir. Welchen Kampf fandest du denn? Welcher hat dich so richtig gecatcht? Wo hast du gedacht, so, boah, was ist das denn? Bei der Undercard war es auf jeden Fall Alexandros Michailidis gegen Ono Buskot. War für mich von der Undercard halt der Kampf des Abends. Da gab es einfach alles von Grappling bis Standkampf. Und hat mich einfach gepackt, schön über die Runden gegangen. Waren Situationen zwischen, wo man dachte, oh, jetzt geht der K.O. oder TKO, aber... Nee, haben beide super durchgehalten und der verdiente Sieger, Alexandros, aber auch Uno hat super gekämpft, von daher wirklich toller Kampf. Ja, absolut. Serda. Ja, also ich fand, also mein Favorite war echt Khalid Taha gegen John Isaac. Also diesen Kampf fand ich echt wirklich total geil, muss ich zugeben. Das sind ja beides noch Jungs, die sind noch nicht ganz so lange im Profigeschäft, aber die haben echt einen wirklich wundervollen Kampf abgeliefert. Ja, es ging hin und her, ne? Für einen Moment habe ich gedacht, gleich tappt der Khalid und dann habe ich gedacht, gleich geht der John K.O., ne? Und am Ende ist es dann auch passiert, es war echt ein Hammer-K.O. und beide haben echt super gekämpft und deswegen, also es war ein ziemlich, ziemlich geiler Fight. Ja, das schließe ich mich an, definitiv. Generell ist es natürlich so, dass die gesamte Undercard eigentlich irgendwo hervorgestochen ist, denn wir haben dort eigentlich durch die Reihe weg sehr gute Kämpfe gehabt, das möchten wir auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen. Wir haben uns jetzt gerade die zwei Favorites rausgezogen. Ja, es ist halt wirklich interessant gewesen, nicht nur von der Show, sondern auch von den entsprechenden Kampfpaarungen, also das waren wirklich Leute, die auf Ebene waren miteinander und es war wirklich spannend zuzuschauen. Achso Leute, was ich euch noch jetzt eben mitteilen wollte, ihr habt natürlich die Möglichkeit, und das ist jetzt ein weiteres Feature von uns, ihr habt die Möglichkeit quasi zur nächsten Sendung eure Impressionen und Fragen in einer E-Mail zu formulieren, uns diese zukommen zu lassen unter gmmas@live.de. Das ist unsere neue E-Mail-Adresse und unter dieser werden wir entsprechend eure Fragen, eure Anregungen und eventuell auch den ein oder anderen Gast in der nächsten Zeit mal mit zu uns in die Sendung holen. Und wir hoffen, dass die ganze Kiste etwas dynamischer dadurch wird. Ja, zurück zu GMC 4. Wir haben da entsprechend das MMA Masters Finale gehabt. Wie viele von euch wissen, ist es ja quasi das polnische Pendant
zu der Ultimate Fighter Staffel. Und wie saht ihr die Kämpfe? Wladimir, wie fandst du die oder den? Den Kampf, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht von. War jetzt doch nicht die Action, die ich mir vorgestellt habe. Man sah halt, dass die Jungs wirklich noch viel zu lernen haben und viel vor sich haben. Ich will nicht sagen, dass die schlecht waren oder so, aber man sah halt, dass die noch nicht auf dem Level sind, wie die anderen Kämpfer halt. Aber an sich, es ging wirklich auch hin und her und war eine schwere Entscheidung für die Schiedsrichter. Ich denke mal, der Richtige hat gewonnen. Aber allein die Tatsache, dass das polnische Format ihr Finale bei der GMC hier abhält und das live im polnischen Fernsehen gezeigt wird, steht schon mal für die Veranstaltung, für die Veranstalter und zeigt einfach mal das Niveau, was man mittlerweile in Deutschland erreicht haben, dass selbst ausländische Fernsehsendungen hier ihre Finalen abhalten wollen. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall so ein kleines Highlight gewesen. Definitiv. Also ich fand den Kampf aber auch, also ich fand den recht interessant, muss ich zugeben. Also so langweilig fand ich den nicht. Man muss auch zugeben, also laut Statistik haben die beiden auch keine wirklichen Profikämpfe zu verzeichnen. Daniel Skibinski hatte wohl eine Profi-Niederlage hinter sich, aber an sich fand ich ein schöner Kampf, ging hin und her. War jetzt kein großes Feuerwerk, aber war recht interessant. Und wie du schon sagst, es ist interessant zu sehen, dass sich nun auch schon ausländische Fernsehsender mit also in den deutschen Veranstaltungen etablieren und hier quasi ihre Finals austragen. Ja, dem bleibt auf jeden Fall nicht zuzufügen. Ich sagte ja schon am Anfang, ich glaube, wir sind auf dem Weg in die richtige Richtung. Und ich will auf jeden Fall mehr davon haben. Definitiv. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also GMC 4 hat mit der Überschrift Next Level nicht nur groß gesprochen. Der Wladimir und auch der Serdar haben das beide schon angesprochen. Und ich kann mich dem absolut nur anschließen. Also wenn das so weitergeht, dann wird MMA in Deutschland einen wesentlich stabileren Stand auch im sozialen Gefüge einfach finden. Und mein Traum ist es ja, ich habe das auch schon im Interview gesagt gehabt, mein Traum ist es GMC 8 oder sonstige andere Veranstalter. Es geht jetzt natürlich um das MMA an sich, dass irgendwann wirklich, ich meine, okay, ich bin nicht der Kneipengänger, aber wenn denn, dann möchte ich dann auch mal vielleicht eine Unterhaltung über einen letzten MMA-Kampf mitbekommen und nicht nur Fußball. Ja, aber im weiteren Kampfverlauf hatten wir auch den Kampf zwischen Fabian Hindenberg gegen Achilleas Chalkidis. Peter, wie fandest du den Kampf? Also der Kampf war wirklich wieder, ja, ich möchte sagen, des Bremer Jungens typisch. Also er hat seine positive Bilanz ausbauen können, hat durch einen entsprechenden Highkick Achilleas quasi in eine Situation gebracht. Man hat es ja auch nachher gehört, dass sein Trommelfell angerissen ist. Und von meiner Stelle oder beziehungsweise von unserer Stelle gute Besserung an dich. Und er hat den Kampf aber durch die Bank weg dominiert und hat wirklich gezeigt, aus welchem Eisen der Junge geschmiedet ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir von ihm noch einiges sehen werden. Ja, das denke ich auch. Der ist fleißig, hat sogar bei seinem letzten Kampf auf die Abifahrt ein paar Tage verzichten müssen. Und man sieht einfach, dass sein Fokus wirklich auf den MMA-Sport liegt. Und deswegen wünsche ich natürlich weiterhin auch so viel Erfolg, wie er jetzt hat. Schließt man es dem an. Ja, aber als nächstes auf der Fightcard start aber auch noch ein Kampf, den ich sehr interessant fand, zwischen Kerem Engizek und Volker Dietz, weil es nämlich der letzte aktive Kampf von Volker war. Der Kampf war ein bisschen umstritten, das Ende, ein angeblicher Tiefschlag. Ich denke, wenn das Video zu diesem Kampf raus ist, dann werden wir da auch noch ein bisschen Klarheit bekommen. Aber an sich ein wirklich sehr schöner Kampf, fand ich. Wie seht ihr das? Ja, also, wie sehe ich das? Das Video ist übrigens schon raus, Herr Damm. Und ich habe das jetzt nochmal gegengeschaut und man konnte auch in dem Kampfverlauf, ich habe diese Szene auch noch vor Augen, ganz deutlich sehen, dass die Bewegung von Volker wirklich auch gegen Mittelpunkt ging. Und ich denke nicht, dass das irgendwie etwas Gespieltes ist, weil Volker ist von sich aus ein absoluter Sportsmann. Und er hatte im Interview auch gesagt gehabt, dass für ihn auf jeden Fall das auch wirklich definitiv letzte Ding gewesen ist und er halt nicht den Rückkampf nochmal haben möchte gegen Kerem. Ich will nicht sagen, dass Kerem generell der Stärkere ist, aber er ist einfach der Jüngere und er hat auf einen längeren Atem einfach die meiste Power auch bewiesen. Und man muss trotz dessen sagen, dass
der Volker wirklich gut mithalten konnte. Und wir werden Volker auf jeden Fall mit einigen actionreichen Bildern im Hinterkopf behalten dürfen. Und nichtsdestotrotz werden wir ihn auch weiter als Referee, so wie ich das mitbekommen habe, behalten dürfen. Demnach wird er sich dem Sport nicht komplett abwenden halten, nur als aktiver Kämpfer. Danke, dass du am Start gewesen bist. Du hast viele von uns inspiriert und du hast definitiv unseren Respekt. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir hatten ihn in unserem Interview, in unserer letzten Sendung. Das war quasi die Preview zu GMC4. Und es geht um keinen geringeren als Lom Ali Eskiev, der entsprechend gegen Artur Gras innerhalb von einer Runde 3 Minuten 49 ganz, ganz, ganz brutal dem Kampf ein Ende gesetzt hat. Man muss ja auch wirklich sagen, Lom ist aufgrund des Gyms, wo er trainiert, das wissen viele von euch ja, er ist bei Jupps Fight Team und auch beim Combat Club Cologne, er ist im Stand-Up so krass aufgestellt. Also ich denke, da werden sich auch einige dran anschließen, haben zwar wirkliches Feuerwerk erwartet, aber dass Lom Ali wirklich so dominiert, mein heiliges Schwein, das ging richtig nach vorne. Ich muss sagen, ich habe das nicht erwartet, dass Lom Ali so dominant sich zeigen wird. Ich habe den Kampf ein bisschen ausgeglichener gesehen. Ich wusste auch, dass Artur Gras den Kampf im Stand halten möchte. Aber dadurch, dass Lom Ali auch so ein guter Ringer ist, hat er es einfach schnell geschafft, den Kampf auf den Boden zu bringen. Und wie er es gemacht hat, war zack, zack, so ein schneller Takedown. Da zeigt man einfach, da hat er seine Klasse im Ring gezeigt. Und ja, da kam einfach das Ground Game. Und also ich habe Arthur noch kurze Zeit später gesehen und es war wirklich ein Cut. Ich will jetzt nicht lügen, aber der war 8 Zentimeter mindestens über das ganze Gesicht. Also es war definitiv die richtige Entscheidung abzubrechen. Das wäre sonst gefährlich geworden. Genau. Aber Respekt an Arthur und Glückwunsch an Lom Ali. Wirklich ein toller Kampf, auch wenn er kurz war, aber wirklich. Ja, aber echt ein toller Kampf und ich bin auch mal gespannt, was wir in Zukunft noch von Lom Ali erwarten können. Aber auch von Arthur, der ja eigentlich ein wirklich sehr toller Kämpfer ist und der ja nicht umsonst hier diesen Titelkampf bekommen hat. Jetzt zwar unglücklich diesen Cut bekommen hat, aber ich bin mal gespannt, was wir von beiden Kämpfern noch in der Zukunft erwarten können. Ja, das auf jeden Fall. Die beiden haben definitiv ihre Klasse beweisen können und sollte es zu einem Rückkampf kommen, wird dieser wahrscheinlich auch wieder extremst explosiv und wer weiß, welches Highlight sich dann bieten wird. Wir wissen ja, Ali Eskiev hat ja auch schon wirklich gegen die Größeren gekämpft. Also ich möchte da jetzt so ein bisschen auf Max Koga anspielen, der auch entsprechend Respect-Titelträger ist. Und wenn wir den Kampf von ihm nochmal so ein bisschen im Rückblick haben, den er sich auf der letzten Respect geliefert hat, das war natürlich auch ein absolutes Banging. Wenn wir da jetzt nochmal irgendwann auch mal den Lom Ali Eskiev gegen ihn sehen sollten, wird es wahrscheinlich auch nochmal eine Schlacht werden. Also die Option, weitere Kämpfe in dieser Gewichtsklasse zu sehen, welche wirklich auch ja zur Creme de la Creme gehören werden, sind nicht unbedingt gerade klein und wir können da definitiv auf eine spannende Zukunft schauen und ich freue mich definitiv darauf. Dann hatten wir den Leo Sulic. Leo Sulic ist ja nicht nur der Partner von Ania Futsch, sondern ist auch gleichzeitig ein, mit zweitem Kampf im MMA noch ein relativer Jungling bzw. Neueinsteiger. Er hat das Ding aber wirklich ganz trocken nach Hause mit Rear Naked Choke bringen können in der ersten Runde nach knapp 1 Minute und 20 Sekunden. Das zeigt definitiv, dass wir auch von Leo noch einiges erwarten werden können. Ja, Fahid Aslan hatte nicht wirklich einen Hauch einer Chance gehabt. Die beiden hatten auch schon mal einen Kampf gehabt, sehr stark im Stand-Up geprägt, aber ja, nun ging es relativ zügig und wir können definitiv noch einiges von Leo erwarten. Ja, hochinteressant. Ich will mal sehen, wenn Leo auf ein wirklich gutes Gleichgewicht trifft, was dann passiert, weil im Stand ist Leo einfach vielleicht mit der Beste in der Gewichtsklasse, weil er halt sein Hintergrund im Kickboxen Muay Thai hat und da auch sehr hoch dekoriert ist. Und jetzt mal bitte wirklich einen Kämpfer, der wirklich einen Namen im MMA hat. Fahid Aslan ist ein bekannter Kickboxer, aber im MMA hat er halt noch nichts erreichen können. Deswegen möchte ich gerne Leo Sulic gegen größeren Namen im nächsten Kampf sehen. Er hat auch gesagt, sein Schwerpunkt liegt jetzt auch auf jeden Fall auf den MMA-Sport. Er macht hin und wieder auch noch ein paar Kickbox-, Thai-Box-Kämpfe, aber der MMA-Sport ist seine Zukunft. Deswegen bitte mehr von ihm. Auf jeden Fall.
Dann haben wir den nächsten Kampf. Das war Sebastian Riesch gegen Roman Kapranov. Und wie ihr alle wisst, war ja ursprünglich nicht Roman vorgesehen, sondern Michael Materla. Und der hatte aufgrund des vorigen Kampfes und der entsprechenden Verletzung, die er da von sich getragen hat, diesen Kampf absagen müssen. Roman Kapranov, nicht unbedingt eine wesentlich schlechtere Konstellation für Sebastian Riesch. Allerdings war er mit einem etwas schlechteren Mouthguard ausgestattet. Und da möchte ich einfach nochmal, ja, das muss einfach sein, da möchte ich einfach nochmal auf unsere Kooperation zu The Sports Dentist, dem Thorsten Rick, hinweisen. Es ist wirklich der Mann, dem die Profis ihre Zähne anvertrauen. Ich denke, es gibt auf dem deutschen Sektor keinen besseren Mouthguard als dem von ihm. Und Serdar, du hast ihn bereits ja selbst auch. Und ich denke, du kannst da durchaus positives Resümee geben. Und tja, Ja. der Kampf, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, der Kampf, der ging ja relativ heiß her. Serdar, wie hast du den Kampf so generell gesehen? Also ich fand den Kampf echt sehr interessant. Der Kampf fing an und ich, also Sebastian kam rein und ich dachte einfach nur, so Sebastian, jetzt zeig mal richtig, richtig, was du kannst, ne? Und ich sag mal, Sebastian hat echt alle überzeugt und hatte eine wirklich, wirklich gute Takedown-Defense und hat einfach nur die Fäuste fliegen lassen, ne? Hat richtig Spaß gemacht, da zuzugucken. Roman hat natürlich direkt den Takedown gesucht, ist auch ein Bodenspezialist, wie wir alle wissen. Hat also wirklich Spaß gemacht, den Kampf zu sehen und ja, dass da die Zähne flogen. Ich meine, das muss normalerweise nicht sein. Im Profigeschäft sollte man dann auch wirklich einen vernünftigen Mundschutz im Mund haben. Aber das wird der Roman wahrscheinlich jetzt auch gemerkt haben. Und von daher, also ich fand den Kampf wirklich sehr interessant und Sebastian hat sich selbst nun auch nochmal was bewiesen, denke ich. Und ja, von daher würde ich sagen, war ein toller Kampf. Ich würde gerne noch ein paar Worte zum Kampf verlieren. Erstmal Respekt an Roman. Der hat den Kampf kurzfristig angenommen. Es war ein Catchweight-Fight, weil für den Kampf für Michael Materla ist Sebastian nochmal in seine alte Gewichtsklasse gegangen oder gehen wollte in diese Gewichtsklasse gehen, ins Mittelgewicht. Ich denke mal, Roman Kapranov hat auch seinen letzten Kampf im Mittelgewicht gemacht, aber ich glaube, dass beide jetzt im Weltergewicht antreten und sich auf 80 Kilo geeinigt hatten, weil wahrscheinlich das zu kurzfristig für den Roman war. Oder sonst was. Respekt an ihn. Ja, der Sebastian ist ein erfahrener Mann, erfahrener Kämpfer. Und man merkt auch die Zusammenarbeit beim Pankrajin, beim Timo Dau. Er ist ein sehr guter Ringer und man merkt das Sebastian auch an, dass er immer besser wird. Er kann immer besser die Takedowns verteidigen. Vor 2, 3 Jahren hätte ihn Roman bestimmt noch mit Leichtigkeit auf den Boden bekommen. Heutzutage sieht es anders aus und man merkt auch, dass Sebastian auf jeden Fall hungriger ist als vor ein paar Jahren. Deswegen toller Kampf, böses Ende für Roman, aber ich denke mal, es geht weiter für beide und mit dem passenden Mundschutz passiert sowas nicht mehr. Das denke ich auch. Und ja, Roman, das ist jetzt mal quasi mal offiziell für dich. Sofern das noch nicht passiert ist, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen und dann werden wir mal schauen, wie das läuft mit dem Sports Dentist. Wir haben da ja nicht nur eine Kooperation, vielleicht gibt es ja auch noch Möglichkeiten, dir entgegenzukommen. Du hast auf jeden Fall Kämpferherz bewiesen, hast auch im rechten Moment quasi, ich wollte fast sagen, auf die Zähne gebissen, aber das wäre jetzt ziemlich fies gewesen. Generell, wir hoffen auf jeden Fall, dass für dich soweit deine Genesung voranschreitet, dass alles gut wird, dass wir dich möglichst bald wiedersehen und dass wir absoluten Respekt dir gegenüber auch zeigen wollen. Und vielleicht gibt es da einen Mouthguard mit einem German MMA Supporters Logo. Wir lassen uns da was einfallen, Roman. Auf jeden Fall gute Besserung von unserer Seite. Danke, dass du eingesprungen bist und wir gehen einfach mal weiter. Und zwar war das dann als nächstes Anja Futsch gegen Jana Lorenz. Ja, es gab am Anfang schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, so ein bisschen Trash-Talking. Es wurde halt, ja, genörgelt, gepöbelt, ein bisschen diskutiert und sowas. Es wurde viel geschrieben und generell ist es einfach so, dass ja, dieser Kampf halt über die komplette Distanz gegangen ist und nach Punkten entsprechend einstimmig entschieden wurde. Anja Futsch hatte zu diesem Zeitpunkt ja ihr Debüt im MMA feiern dürfen, dieses auch erfolgreich, positiv. Und sie hatte einen ganz klaren Gameplan. Sie kommt halt aus dem Muay Thai, beziehungsweise halt aus dem Standkampf und hatte da eine Gegnerin vor sich, die relativ versiert noch schon auf dem Boden war und klar, da dann mit dieser Dame auf den Boden zu gehen, das hätte wahrscheinlich nicht gut geendet. So hoffen wir definitiv, dass die weiteren Kämpfe von dir, Anja, durchaus eventuell auch mal ein bisschen bodenlastiger werden. Wir glauben auf jeden Fall an deine Fähigkeiten und sagen danke, dass du zu uns ins MMA gewechselt bist. Dankeschön.
Von Anja Fudge, die eine sehr gute Standkämpferin ist, zu einem anderen guten Standkämpfer, und zwar Dritan Bayramay, der um den Titel bei GMC gekämpft hat gegen keinen geringeren als die deutsche Nummer 1, Andreas Kranjotakis. Diesen Kampf hat Andreas sehr dominant gewonnen, meiner Meinung nach. Er hat Dritan in keine Sekunde Zeit gelassen, irgendwie gefährlich für Andreas zu werden. Sowohl im Stand hat er sehr schnell agiert und den Kampf zu Boden gebracht, und da auf dem Boden hat man einfach die Klasse von Andreas gesehen und die Zusammenarbeit mit Peter Sobotta, und hat den Kampf dann mit dem Kimura schließlich beendet in der ersten Runde. Was hält ihr denn von dem Kampf? Auf jeden Fall war das ein richtig, richtig geiler Kampf. Ich habe anfänglich nicht gedacht, dass Andreas wirklich so nach vorne geht und sich das Ding auch wirklich nicht eine Sekunde aus der Hand hat nehmen lassen. Es ist auf jeden Fall derbst gewesen, wie stark er gegen Dritter agiert hat. Und du sagtest ja gerade schon, diese Kooperation mit dem Peter Sobotta und dem Planet Eater Team, absolut genau das Richtige für den Andreas. Ich habe das Gefühl, das war seit langem der beste Kampf von ihm. Und er trägt jetzt nicht umsonst das Hüftgold in der Form des Gürtels. Das hat er sich wahrlich verdient. Und mach so weiter, Andreas. Ich war wirklich baff. Das hast du auch wahrscheinlich in meinem Ausdruck gesehen, als wir uns gesehen haben. Und ja, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ich persönlich fand den Kampf auch sehr interessant. Ich hatte Dritan vorher noch nie live kämpfen gesehen, hatte dementsprechend eigentlich ein bisschen mehr auch von ihm erwartet, weil dass Andreas sich so dominant durchsetzt, hatte ich nicht erwartet. Aber es war wirklich schön anzusehen und ganz klare Geschichte. Er hat sich das Ding halt, wie Peter schon sagte, nicht eine Sekunde aus der Hand nehmen lassen. Von daher Glückwunsch nochmal an Big Daddy. Eine interessante Sache ist noch, da Andreas bis 2013 noch nie einen Gürtel gewonnen hat, aber jetzt im Jahr 2013 schon den zweiten Gürtel gewonnen hat und in ein paar Wochen auch um den dritten gekämpft, ist das schon sehr interessant. Anscheinend ist dieses Jahr wirklich das Jahr von Andreas Kranjotakis. Absolut, absolut. Ja, und Serda, du hattest ja gerade angesprochen, dass du den Dritter noch nicht gesehen hast im Kampf. Also ich habe ihn damals auf Respekt gesehen, und da hatte den Janos Stefan übelst auseinandergeschraubt. Und ja, das ist wirklich, wirklich heftig gewesen. Und genau von diesem Punkt an bin ich ausgegangen und habe gedacht, okay, Andreas Kranjotakis, jeder weiß, was er für ein freundlicher und liebenswerter Kerl ist. Aber dass er so auf Beast Mode umstellt, ja, absolut genau das, was er brauchte. Wunderbar. Gut, dann haben wir den nächsten Kampf, und das war Rafael Mox gegen Abus Magomedov. Abus Magomedov war zu diesem Zeitpunkt ja auch noch Titelträger. Und beide sind sehr agil in den Kampf reingegangen. Es war einfach auch wunderbar zu sehen, wie stark Abus seine, ich sag mal, Reichweitenvorteile für sich nutzte und relativ zügig auch dem Rafael einen entsprechenden Cut an der linken Seite am Augenlid verpasste. Das war wirklich ein wirklich guter Einstieg, und er hat den Rafael auch angeklingelt und ist dann leider mit ihm zu Boden gegangen. Ja, ist dann in der Guillotine gelandet und musste dann leider, ja, nach 2 Minuten und 53 Sekunden in der ersten Runde tappen, hat dadurch seinen Titel verloren. Und ja, er sagt von sich selbst, er war da etwas zu hungrig. Jungs, schade, oder? Ja, natürlich ist es schade, ne? Weil dass Abus da den Titel hatte, war natürlich ziemlich cool, weil halt der Titel im deutschen Raum noch war. Jetzt ging der Titel nach Polen. Aber ich denke, Rafael Mox ist ein Mann gewesen, der da einfach die Ruhe bewahrt hat und auf seine Chance gewartet hat und diese dann halt auch bekommen hat. Abus hat ja selbst gesagt, wie du gerade schon erwähnt hast, Peter, dass er zu hungrig geworden ist. Und ich denke, Abus ist noch jung und wird in seiner weiteren Karriere noch lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Und dann, wenn es soweit ist, werden wir noch viel mehr von Abus erwarten können. Sehe ich auch so. Als der Kampf angefangen hat, erste Minute, zweite Minute, ich dachte, Abus wird das Ding mit Leichtigkeit nach Hause schaukeln, einfach weil er so immense Reichweitenvorteile hat und die auch gut genutzt hat. Dann hat er einen kleinen Fehler gemacht und wurde direkt dafür bestraft. Und da sieht man auch die Klasse von Rafael Mox, dass er wirklich nur eine Sekunde braucht, um da zuzuschlagen. Und mit seiner von vielen schon gefürchteten Guillotine, die hat er einfach zugezogen, und da musste Abus abklopfen. Aber ich denke, sollte Abus nochmal die Chance bekommen, gegen Rafa zu kämpfen, wird das ganz anders aussehen. Ich denke, ich hoffe, ich hoffe. Ja, der nächste Kampf, ja, was soll ich da noch viel sagen? Ich gebe mal einfach mal so ein paar Eckpunkte. Jonas Bilstein, 2,5 Jahre
Jetzt ist es mal wieder soweit gewesen. Nach 2,5 Jahren Abstinenz in Deutschland kämpfte er mal wieder auf der deutschen MMA-Bühne. Und das gegen keinen geringeren als Martin Zawada, dem King Kong. Und ja, jeder weiß auf jeden Fall, welche Schlacht wir eigentlich alle erwartet haben und wie souverän Jonas das Ding aber für sich hat schaukeln können. Er ist nämlich nicht ganz so auf den Gameplan von vielen, die wir im Kopf hatten, so eingegangen. Er hat das Ding für sich souverän auf jeden Fall gelöst und hat sehr schnell auch einen extrem geilen Takedown gesucht und hat diesen auch immer wieder ansetzen können. Und gegen einen sehr erfahrenen Boxer, wie der Martin Zawada halt entsprechend auch ist, genau das richtige Werkzeug gehabt, um ihn in Schach zu halten. Serdar, was sagst du zu dem Kampf? Also ich muss zugeben, ich hatte nicht erwartet, dass Jonas sich so dominant durchsetzt. Ich habe schon erwartet, dass Jonas das Ding gewinnt. Es war quasi auch irgendwo, also ich mag den Martin wirklich sehr, aber ich habe also für mich einfach das Favorite gehabt. Jonas macht das Ding, das war halt mein Favorit und ja, er hat das Ding einfach souverän geschaukelt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Er hat den Takedown gesucht und hat dann einfach nur noch dominiert und Martin da mit guten Ground and Pound zugesetzt. Und das wirklich in fast jeder Runde, oder? Ja, doch. Also man konnte auf jeden Fall sehen, dass es da um eine Titelverteidigung ging, denn er hat auf jeden Fall verteidigt. Also er hat nicht den großen Angriff gesucht, sondern er hat das Ding wirklich knallhart verteidigt, oder, Wladimir? Ich denke schon, ja, ich denke da ähnlich wie Serdar, bin aber für den Martin gewesen. Ich denke, Jonas hat auf Sicherheit gekämpft, obwohl es mich ein bisschen gewundert hat, dass er die Takedowns so leicht reinbekommen hat, weil teilweise hat er da von 2 Meter Entfernung da reingeshootet und hat trotzdem Takedown bekommen. Man weiß, dass Martin ein sehr guter Luta Libre-Kämpfer ist. Er ist auch Schwarzgurt vor kurzem geworden. Aber man sah einfach die ringerischen Fähigkeiten von Jonas da. Er hat einfach so dominant kontrolliert auf dem Boden, hat die Position nicht verschenkt und hat von da aus mit Ground and Pound gearbeitet. Und verdiente Titelverteidigung, würde ich sagen. Verdienter Sieger. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer schade für Martin. Hat mir in dem Moment auch ein bisschen leid getan, Richtig, mir auch. dass er es nicht gepackt hat. Aber Martin ist auch zwar ein Urgestein des deutschen MMAs, aber kein alter Mann. Von daher, der hat noch ein paar Kämpfe in sich und der wird es noch weit bringen. Auf jeden Fall, der wird noch so manchen den Arsch aufreißen, auf jeden Fall. Genau das wollte ich sagen. Ja, und als nächstes auf der Fightcard hatten wir natürlich wirklich einen super Fight, ne, im Weltergewicht. Es war nämlich Florent Bertrand-Gall gegen Carlos Eduardo Rocha. Ne? Also Carlos, der ja wirklich UFC-Veteran ist, und Florent, der auch schon in der M1 gekämpft hat, war ein vielversprechender Kampf. Der Kampf ist nicht ganz so ausgegangen, wie ich es mir gewünscht habe. Aber Florent, ein wirklich sympathischer Typ. Ich kannte ihn vorher nicht. Auch in seinem Promo-Video schon sehr sympathisch rübergekommen. Hat das Ding geschaukelt. Carlos hatte auch einfach einen zu harten Weightcut, hat er gesagt. Innerhalb von einem Monat, ich glaube, knapp 30 Kilo. Und er hat die letzten 10 Kilo in seinem Aufenthalt in Deutschland gecuttet. Das muss man sich auch nochmal vor Augen halten, ne? 10 Kilo. Ein wirklich sehr heftig. harter Weightcut. Absolut. Also ich habe nur so ein bisschen so diesen Einstieg des Kampfes so vor Augen, wo er diesen High Kick gezogen hat, beziehungsweise ne, das war so eher so ein Roundhouse Kick, ne? Und dann halt richtig dann auch schon in den Takedown geshootet ist. Der Kampf fing in der ersten Runde auch wirklich krass an und man merkte wirklich auch, dass beim Carlos natürlich aufgrund der Schlagsalven von Florent irgendwann auch die Luft flöten ging und das war wirklich schade. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Carlos in einer etwas besseren, ich sag jetzt mal, Verfassung in seiner Kraft und in seiner Ausdauer wiedersehen und vielleicht auch ein Rematch gegen Florent, wer weiß, das Ganze würde auf jeden Fall extrem spannend werden. Beide verfügen definitiv über viele, viele Fähigkeiten. Ich freue mich auch auf die Kämpfe von beiden. Und nichtsdestotrotz, Wladimir, wie hast du den Kampf gesehen? Für mich war das der Kampf des Abends auf jeden Fall. Da war wirklich alles dabei, was MMA auszeichnet, vom Grappeln, vom Thai-Boxen, Ringen, Judo. Da waren wirklich alle Aspekte da. Die erste Runde hat auch Carlos eindeutig gewonnen, meiner Meinung nach. Zweite Runde, gegen Ende hin, hat man einfach gesehen, die Luft war weg. Und die dritte Runde, ja, das war kein Problem mehr für Florent. Der hat sich dann auch nur noch geguckt, wie er den Kampf beendet. Ja, war sehr schade. Ich bin Carlos-Fan, aber verdienter Sieger, auch sehr sympathischer Typ und ich gönne ihm den Sieg auf jeden Fall.
Er hat nicht aufgegeben, obwohl im Interview Carlos gemeint hat, dass sein Leglock ziemlich tief saß und er auch Knacken gehört hat. Und Riesenrespekt. Jeder, der schon mal im Leglock war, weiß, wie weh das tut. Und da nicht abzuklopfen, wenn das wirklich hundertprozentig sitzt, Respekt. Und absolut. Ja, für mich der Kampf des Abends. Mehr bitte von Florent und Carlos natürlich auch. Daumen hoch, Daumen hoch. Ja, und dann kommen wir zum finalen Kampf quasi. Dem Main Event von GMC 4 und das war das Rematch Abu Asaita gegen Marcin Naruszka und wir konnten natürlich auch schon im Vorfeld nicht nur positive, sondern auch das ein oder andere negative hören, aber was mich heute, und ich meine wirklich heute, wir haben jetzt die Review und es ist viel Zeit vergangen, was mir sehr stark auffällt, ist so dieser Respekt, der mittlerweile doch auch zwischen den beiden aufgekommen, zwischen Marcin und zwischen Abu. Und ja, der Kampf, Serda, das ging doch gar nicht, das war doch krass, oder? Das war einfach der absolute Hammer. Das war wirklich, das war der absolute Hammer. Der Kampf hat aber angefangen, entgegen meinen Erwartungen, muss ich zugeben. Und ich denke nicht, dass ich der Einzige dort bin. Ich habe zumindest erwartet, dass Abu wieder voll durchstartet und da ein paar Bomben rauszaubert, wie auch beim ersten Kampf schon. Aber Abu hat sich echt ganz ruhig verhalten, hat auf seine Chance gewartet, hat mit ein paar Leg-Kicks gearbeitet, mit ein paar Low-Kicks. Und ich glaube, Marcin war auch ein bisschen verwundert. Ich denke, er hatte auch was anderes erwartet. Aber wie du schon gerade erwähnt hast, der Respekt, der zwischen den beiden gewachsen ist, den finde ich noch viel bewundernswerter als den Kampf an sich. Es gibt ein Foto von nach dem Kampf, wo Otman Asaita dem Marcin die Handschuhe auszieht nach dem Kampf. Und ich denke, das zollt von sehr, sehr viel Respekt. Und mal da sieht man wieder, wir im MMA, wir hassen uns nicht gegenseitig, wie es die Medien oft predigen. Wir sind Sportler und Athleten und wir haben natürlich auch den nötigen Respekt voreinander. Durchaus, durchaus. Ja, also so ein bisschen, ich sag jetzt mal nicht Trash-Talk, sondern so ein bisschen sich gegenseitig aufstacheln. Es ist einfach manchmal nur so, das Klappern gehört einfach zum Handwerk. Und ich finde es einfach nur bewundernswert, wie stark gegenüber den öffentlichen Aussagen mittlerweile die Szene intern irgendwo interagiert. Es wurden auf der Pressekonferenz von GMC 4 zum Beispiel auch Fotos gemacht. Da war der Papa von Abu Asaita mit Marcin Naruszka quasi nebeneinander. Und beide waren wirklich auch im Respekt zueinander. Das sieht man also, dass die ganze Szene, die gesamte Familie und generell, das ist ein Kampf, das ist professionell geworden. Und ich finde es einfach bewundernswert, wie stark diese Wandlung in der letzten Zeit einfach auch vonstatten gegangen ist. Man hört wirklich aus der Szene keine negativen Wörter mehr. Es sind natürlich noch so ein paar vereinzelte Leute, die immer noch so ein bisschen versuchen, das Ganze zu torpedieren, die vielleicht auch aus einer anderen Kampfsportrichtung kommen und uns den Erfolg im Respekt und im Zusammenhalt nicht so ganz wirklich auch gönnen. Von meiner Seite kann ich einfach nur sagen, bitte weiter so. Das ist genau der richtige Weg. Es bringt einfach nichts, dass wir uns gegenseitig disrespektieren. Wir sind Sportler durch und durch. Wir wollen als Profis gesehen werden. Und genau da müssen wir weiter dran festhalten. Dieser Respekt muss wachsen, dieses Gefühl. Und ja, wunderbar. Das war der Abschluss des Abends. Um knapp 2 Uhr war das Event zu Ende. Es war wirklich ein Feuerwerk von Event. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil das irgendwie jetzt GMC war, sondern das war einfach Next Level, so wie es entsprechend auch vorher gehießen hatte. Natürlich gibt es irgendwo auch Negativstimmen. Ich hatte das vorher schon auch angesprochen. Diese gehören einfach dazu. Und ich hoffe für jedes andere Event, dass man zumindest, was die Organisation, das heißt MMA Dogs, das heißt Ground Crew, das heißt Technik und, dass die Leute wirklich auch daran schrauben, was den Sport qualitativ hochwertiger macht, was die Sicherheit der Kämpfer hochwertiger macht und was die Spannung der Kämpfe einfach auch hochwertiger macht. Was ich einfach nur sagen wollte, das waren für mich die abschließenden Worte. Serda, du bist genauso dran. Wladimir, du legst auch nochmal nach. Das war doch ein Hammer-Event, oder? Also ich bin immer noch so ein bisschen stroked so irgendwie. Ja, also im Grunde genommen GMC 4 Next Level war ein voller Erfolg in meinen Augen. Ich fand, es war eine tolle Veranstaltung. Es hat Spaß gemacht, dort zu sein, die Atmosphäre in der Halle mitzuerleben und natürlich auch die Kämpfer zu sehen, die wirklich alle einen guten Job gemacht haben. Glückwunsch an die Gewinner und Kopf hoch an die Verlierer. Ihr werdet das Ding auf jeden Fall nochmal schaukeln und es war echt eine schöne Veranstaltung. Ich freue mich auf GMC 5. Ja, von mir
Ihr habt eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Wirklich auch von mir ein Glückwunsch an alle Sieger oder an alle Kämpfer, die da mitgemacht haben. Glückwunsch an die Veranstalter. Danke an alle, die da drumherum gearbeitet haben, die den Käfig aufgestellt haben, die Lichter etc. Danke an alle wirklich. Es war ein super Abend. Danke an das Publikum, das so fair geblieben ist und so ruhig. Wirklich Dankeschön an MMA Deutschland und ich hoffe einfach so, dass die Veranstaltung die Qualität halten, die sie jetzt erreicht haben. Und wenn das so bleibt, dann wird sich MMA in Deutschland irgendwann wirklich etablieren. Ja, ich danke auch. Und zuletzt möchte ich dann nochmal bitte auf meine, beziehungsweise auf meine Ansage, aber auf unsere neue E-Mail-Adresse zurückverweisen, wo wir entsprechend euren Fragen, euren Anregungen und uns stellen und diese mit in der nächsten Sendung einflechten wollen. Da war sie nochmal und das ist die gmmas@live.de. Wir sind somit jetzt auch zum Ende dieser Sendung gekommen. Ich möchte mich herzlich bedanken nochmal bei Wladimir Ginter und auch bei Serdar Üger. Es war wie immer eine wirkliche entsprechend spannende und vor allen Dingen auch spaßige Aufnahme mit euch. Und davon kann ich auch wiederum nur behaupten, mehr davon. Dankeschön. Das war Ground and Pound Radio und wir sind draußen, ja. Ground and Pound.